Ja, der ist nett. Ist sehr höflich. Ja, der ist höflich, der meint es gar nicht böse. Obwohl ich, als er sie, das fand ich ein bisschen creepy, als er dann gesagt hat von wegen, oh, jetzt war ich aber böse, jetzt habe ich zu viel Salzstangen gegessen, jetzt musst du mich hauen. Sie so, hey, ich bin keine Domina. Und er so, ja, dann nur mit dem nackten Fuß einfach eine Ohrfeige. Dann bin ich auch, ja, aber er war sehr höflich. Ja. Ja. Ach, Annika. Benita. Ich bin das Podcast-Orakel und damit herzlich willkommen zur 10. Folge. Ein Jubiläum! Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch, Benita. Herzlichen Glückwunsch, Annika. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Poppy. Ja, wir machen das so gut. Und euch allen da draußen auch herzlichen Glückwunsch und willkommen zur neuen Folge des Köln 50667 Podcasts. Genau, mit dem Podcast-Orakel, wie ich gerade schon gesagt habe. Weil, bitte sag mir warum. Ich habe so viel schon richtig geraten. Das habe ich mir die Woche auch gedacht. Tatsächlich, wir sind gar nicht mal so schlecht, weil wir so viele Dinge schon vor Wochen gefühlt gesagt haben. Es könnte so und so und es kam alles so. Es passiert immer. Man könnte meinen, wir würden in die Zukunft sehen. Aber es ist einfach krass. Ich habe jetzt übrigens darauf angespielt, dass Toni verliebt in Bo ist. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, das habe ich gesagt, ich wusste es. Aber okay, das war vielleicht ein bisschen offensichtlich. Vielleicht. Na gut. Soll ich diesmal die Wochen zusammenfassen? Ja, gerne. Ich probiere es mal. Ich habe es mir nicht dieses Mal extra anders sozusagen meine Notizen gemacht. Und deswegen versuche ich dieses Mal die Wochenzusammenfassung. Wenn ihr nächste Woche wieder Benitas Wochenzusammenfassung haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin euch da nicht böse. Also, was ist diese Woche passiert? Leo und Bo und Toni, dieses Dreiergespann. Also, wie es letzte Woche ja schon geendet ist, Leo und Bo sind immer mehr in love, vor allen Dingen Leo. Aber tatsächlich auch Bo gesteht ihr dann ja, dass sie das auch richtig gut findet und die beiden starten so eine Zweiergeschichte. Ist natürlich für den guten Toni so ein bisschen schwierig, weil der immer mehr feststellt, dass er da irgendwie nichts zu sagen hat. Irgendwann sagen sie es den beiden, ihm dann auch und er findet es nicht so cool. Und er findet es aber gar nicht so cool, weil er jetzt irgendwie das dritte Rad im Wagen ist, sondern weil, da kommt das Orakel ins Spiel. Tatsächlich, Toni hat sich in Bo verguckt, verliebt, jedenfalls Gefühle für sie und das ist natürlich etwas schwierig. Aber genaues dazu mehr gleich. Olli. Olli ist leider ja sozusagen immer noch im Tal der Tränen, weil er Stella so gut wie verloren hat, nachdem sie erfahren hat, dass er einfach nur gelogen hat die ganzen letzten Wochen. Er startet diese Woche eigentlich einen Versuch, das Ganze wieder gut zu machen, doch leider geht auch das schief, weil just in der Sekunde gefühlt, als Olli mit Stella reden will im Loft, schlägt das Schicksal zu und eine hilfebedürftige alte Dame hält Olli so lange auf, dass er nicht mehr pünktlich zu diesem Gespräch kommt und es kommt, wie es kommen muss. Stella ist darüber mega pissed, lässt sich darüber nichts mehr sagen. Dann kommt es noch zum Eklat, weil Olli dann auch ganz klar sagt, er hätte eigentlich nur deswegen gelogen, weil Stella so ein Luxuspüppchen ist und das macht die Sache im Insgesamt nicht besser. Ja, schwierig. Also die Sache könnte wohl jetzt erstmal vorbei sein. Erstmal, sagen wir mal so. Vorsichtig spekulieren. Vorsichtig spekulieren. Dann Sophia. Sophia ist sozusagen diese Woche hat den größten Part an allem, weil Sophia einfach immer noch in ihrem Schuldendrama ist und es ist wirklich ein Drama. Und sie versucht zwar auf der einen Seite sozusagen ihre Schulden loszuwerden, macht deswegen einen kleinen Garagenflohmarkt, der aber irgendwie nicht so wirklich läuft. Jule kriegt heraus, dass jemand mit ihrer Kreditkarte eingekauft hat und irgendwie im Laufe der Woche kriegt sie auch spitz, dass das halt Sophia ist. Das Ganze kommt raus. Nur Jan wird immer noch im Dunkeln gehalten, weil alle irgendwie doch nicht die Wahrheit sagen und Sophia schon gleich 10-mal nicht. Drama spitzt sich dann so zu, dass Jan aber dann die Woche mit Sophia zusammenziehen möchte, was eine Schufa-Auskunft auch ihrerseits bedarf und kurz vor dem Exitus ist die Woche aber zum Glück erstmal nochmal beendet und Sophia weiß aber mittlerweile, dass sie eigentlich Jan mal den reinen Wein einschenken muss, weil er sonst weg ist, vermutlich, aber ganz dazu kommt es nicht, aber auch dazu gleich mehr. Freddy. Ja, genau, danke Benita, das wäre auch mein Kommentar. Freddy
klaut einfach weiter Tabletten für seine liebste Jill, die einfach sozusagen die Tabletten zum einen selber nimmt, zum anderen irgendwie jetzt mittlerweile irgendwie standardmäßig an Schulkinder rund um Charlies und Oscars und Nellys Schule vertickt. Ganz schlechte Idee, weil, wie wir ja alle wissen, war die gute Charlie ja mal mit Freddy zusammen und als sie dann den Freddy und die Jill zusammen trifft, zählt sie eins und eins zusammen, dass die beiden wohl zusammen sind, macht sich dann Sorgen, sagt dem Freddy auch ganz klar, du, ich weiß, dass diese Frau in unserer Schule Drogen verkauft, das findet zwar Freddy irgendwie nicht cool und dann sagt Jill auch, ja, ich mache das alles nur, um unseren Bali-Traum zu verwirklichen, bla bla bla. Und das Ganze eskaliert in der Woche so, dass auch in der Wache endlich mal auffällt, dass da einige Psychopharmaka irgendwie nicht mehr dort sind, wo sie sein sollten. Es kommt zu einer Spindkontrolle. Endlich fällt's mal auf, ich habe mich schon gefragt. Ja, erstaunlich, muss ich auch sagen. Freddy hat da nichts Besseres zu tun, als die Tabletten, die er ja offensichtlich bei sich hat, schnell verschwinden zu lassen. Und wo tut er sie hin? In den nächsten Spind, der gehört leider Mel. Und jetzt ist Mel diejenige, die beschuldigt wird, das ganze Zeug genommen zu haben, was natürlich bei ihrer Vergangenheit sehr, sehr, sehr schwierig ist und sie wird suspendiert in der Wache. Nelly gibt es diese Woche auch noch. Die ist irgendwie im totalen Luca-Wahnsinn gelandet, weil sie macht einfach jetzt nur noch das, was er sagt. Der nächste Step ist, sie veranstalten eine Party in der Schule. Wie jeder das so macht. Wie halt. Jeder, das haben wir doch alle schon mal. Und wie kommt man an den Schlüssel? Der wird natürlich von David, der zufälligerweise immer wieder im Loft rumtanzt, geklaut. Ja, und die Party verläuft leider alles andere als lustig für Nelly, weil ihre neuen, in Anführungsstrichen, Freundinnen rund um Samantha befüllen sie einfach noch ab, machen mit ihr schlimme Bilder, die sie am nächsten Tag in der Schule aufhängen. Echtes Drama, Mobbing, welcome. Und so ist die arme Nelly jetzt sozusagen dran. Glaubt aber immer noch, dass der gute Luca natürlich es nur gut mit ihr meint. Und das einzige Glück, was sie ehrlich gesagt hat, ist, dass der David, der Lehrer, wirklich glaubt, dass es nicht sozusagen in Nellys Natur liegt, diese ganzen Sachen anzustellen und gibt ihr nochmal und nochmal und nochmal eine Chance, sich wieder zu bessern. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sie hat jetzt Drogen mit in die Schule gebracht, sie hat in der Schule eine Party gefeiert, sie benimmt sich total daneben. Ich glaube, jeder andere Schüler wäre an dieser Stelle wahrscheinlich schon längst von der Schule geflogen. Und dann gibt es natürlich noch, wie sollte es auch nicht anders sein, den Plot um Lea. Die ist zwar eigentlich offiziell immer noch mit Oscar zusammen. Nicht mehr lange vielleicht. Hat aber gar keinen Bock mehr auf ihn. Deswegen gibt es auch eine Woche keinen Sex, was Oscar total ins Grübeln bringt und sagt, wie kann das denn sein? Für Lea gibt es aber diese Woche durchaus Sex. Und zwar mal wieder ganz ungeplant mit Ben in der WG. Halt irgendwie schwierig. Dann kommt fast Oscar dazu und die Sache kommt noch nicht so, wie sie kommen muss. Aber der gute Oscar macht sich eben große Gedanken, was denn mit Lea los ist und nachdem er dann im Cage eine Inspiration bekommt, indem er live dabei ist, wie ein anderer Mann einer anderen Frau einen Heiratsantrag macht, denkt er sich, hey, jetzt bin ich mal nicht so wie ein kleiner Schüler, sondern machen dann Nägel mit Köpfen und plant für nächste Woche offensichtlich Lea einen Heiratsantrag zu machen. Gut, ich glaube, diese Woche ist viel passiert wow. Und ich glaube, wir müssen darüber reden. Wahnsinn, du hast es sehr schön zusammengefasst übrigens. Ich finde gar nicht, dass ich das besser mache als du. Ja, womit fangen wir an? Ja, womit willst du anfangen? Mit deinem Orakelchen? Ja, gerne. Ja. Ich habe ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schon mal erwähnt habe, aber ich habe ja schon ein Herz für Toni. Ach, nee, das ist jetzt wirklich das News. Danke, Benita. Leute da draußen wussten, dass Benita ein Herz für Toni hat. Das ist mir voll neu. Ja. Ironie. Genau. Und deswegen wollte ich den diese Woche echt in den Arm nehmen. Oh. Der hat mir richtig leid getan. Ja, mir nicht. Ich fand's. Ich fand's richtig assi von den Mädels. Naja, wieso? Die haben sich jetzt halt richtig verliebt. Mein Gott, und das passt. Also ganz ehrlich, das ist okay. Ja, genau. Aber ich meine, ganz ehrlich, wir starten eine Dreiergeschichte. Dass das früher oder später schief geht, weil irgendwie einer mehr Gefühle für den anderen hat als der andere, das ist einfach so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dass dann da einer, in dem Fall halt Toni, auf der Strecke bleibt, weil halt die zwei sich just finden, so ist das halt. Das ist in Ordnung. Ja. Ich habe kein Problem damit, dass die beiden verliebt sind. Das habe ich auch schon letzte Woche auch gesagt, dass das passieren wird.
Aber dass sie so böse vor seinen Augen rummachen. Dass sie so böse sind, das stört mich, weil ganz ehrlich, ich habe gar nicht, die ganze Woche habe ich bei Bo gedacht, was willst du denn? Warum sagst du es ihm nicht einfach? Das muss ich auch sagen, fand ich voll komisch. Und am Anfang der Woche dachte ich mir auch ehrlich gesagt, dass sie vielleicht eher Leo was vormacht, weil ja, sie ja sagt ich auch. So, sagt, sie sagt zu Toni so, hey, dieser Lesbensex ist eine Phase. Da habe ich mir gedacht so, ey, was sagst genau, du denn da? Genau, da habe ich mir nämlich dann auch aufgeschrieben, oh, oh, Bo meint's gar nicht ernst. Ja, genau. So, das stimmt ja aber gar nicht. Nee, stimmt gar nicht, weil dann sie später ist ja sagt, doch hart in Leo verknallt. Ja, das sagt sie dann auch. Hat sie dann irgendwann gesagt. Aber ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit so gesagt, Leo ist my girl, ne? Ja. So, das ich bin ja, war ja immer Team Leo. Und jetzt nicht mehr? Als auch Bo und Leo noch gegeneinander waren. Und mich hat Leo auch enttäuscht, als er nämlich die Klospülung kaputt gemacht hat. Der wollte einen Tag verbringen mit denen. Naja. Und dann, anstatt einfach ehrlich zu sein, macht sie wieder so einen Scheiß. Ja gut, aber jetzt, ja genau, aber woran liegt's? Das ist weil ja Bo nicht wollte. Von dem nein. Also jetzt muss ich mal für die gute Leo in die Bresche springen. Also ich glaube schon, dass die Leo das dem Toni hätte sagen wollen. Die Bo hat aber ganz klar gesagt, nee, quasi lass es ihm noch nicht sagen. Und deswegen hat sie sich darauf eingelassen, es ihm nicht zu sagen. Aber natürlich will sie ihre frische Love Bo nicht einfach teilen mit Toni, ganz ehrlich. Willst du zugucken, wie deine neue Freundin Sex mit einem anderen Typen hat? Nein, also musst du dir irgendwas einfallen lassen. Also das kann ich jetzt schon nachvollziehen. Ja, aber er wollte ja gar nicht Sex haben, er wollte ja den Tag mit denen verbringen. Naja, wo, Entschuldigung, wo endet denn in dieser WG ein gemütlicher Nachmittag im ich Pool? Ich bin so naiv. Nee, aber das, also, Ich hab gedacht, der will einen Wellness-Tag machen. Der hat mir so leid getan. Er wollte sie massieren. Die ganze Zeit wollte er nur was mit denen machen. Und er hat richtig gefühlt, der ist aus dem Bett gefallen. Ja, mein Gott, passiert. Shit happens. Passiert dir das? Klar, wenn ich mit meinem Dreier im Bett liege und die anderen zwei sich vergnügen, dann falle ich auch mal aus dem Bett. Nein, natürlich nicht. Aber ja, also nee, mir tut er nicht so leid. Obwohl ich ein paar Sachen bei Toni mit dieser Woche anzusprechen haben muss. Aber wenn du noch ein bisschen weinen drüber möchtest, bitte. Nee, sprich sie ruhig an. Ich werde ihn halt verteidigen, davon kannst du ausgehen. Okay, drei Sachen zu Toni. Also, weil er war ja letzte Woche bei unserem Podcast und also, wie gesagt, wir sprechen über Toni, wir sprechen ja nicht über Danilo, deswegen dürfen wir auch so kritisch sein. Dürfen wir. Erstens, ist dir aufgefallen, liebe Benita, dass Toni während des Sex im Bett weiße Socken anhat? Nein, och. Ich guck dem doch nicht auf die Füße. Okay, also deswegen sag ich's dir, das fand ich so ein bisschen so, oh, ich finde überhaupt, also ich möchte mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber weiße Socken, okay. Schwarze wären okay? Nee, aber Socken, also ja, wären okay, aber Socken, egal, also fand ich sehr, aber vielleicht, wir sind auch bei dem Unterwäscheteilen-Thema nicht einer Meinung, ja. Ist okay. Dann, warum muss Toni so oft auf die Toilette? Ist das mal aufgefallen? Warum muss jetzt, wo du es sagst? Ich meine, das ist schon immer komisch, dann, oh, ich muss jetzt auf die Toilette. Stimmt. Das war ein bisschen strange, auch bei diesem Essen da, wo sie Mittagessen zusammen gegessen haben, er so, oh, ich muss jetzt auf die Toilette. Das war so, da haben die Mädels auch gelacht, wie so ein kleiner Junge. Ja, stimmt schon. Fand ich ein bisschen komisch. Dann noch eine Frage an dich, rosa Polo mit rosa Pullover, hot or not? I love it. Ich oh auch. Mein Gott. Das fand ich auch sehr schön. Er sah sehr gut aus. Dieses Outfit, sehr schön. Das war sehr schön. Das fand ich auch sehr schön. Und jetzt noch, das ist die Frage, ob du das auch schön findest, die Popcorn-Überraschung. Also nur, falls es jemand noch nicht gesehen haben sollte. Toni hat sich eine kleine Überraschung ausgedacht für die Bo, weil er sich dachte, hey, irgendwie quasi Liebe gestehen mit Worten, das kann ja jeder, wir machen das mal anders. Und hat sich einfach nackt ins Bett gelegt, hat sich eine Popcorn-Schachtel Eimer auf sich draufgestellt, hat aber geschickterweise den Boden aufgeschnitten und sein Allerwertesten da durchgesteckt und hatte gehofft, dass die Bo das richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, geil findet. Aber es war auch Popcorn drin. Ich habe extra hingeguckt. Genau, es war auch Popcorn drin. Das fand drin. Ich so verständlich. Ich habe nämlich nicht gerafft, hat der das aufgeschnitten oder nicht. Das hat man aber dann gesehen. Ach so. Ja, man hat es dann, als er ihn weggenommen hat, hat man gesehen, dass der unten, der Boden weil tatsächlich... Deswegen ist auch das Popcorn rausgefallen. Ja, genau. Ja, weil ich habe nämlich dann, habe ich auch gedacht, hä, hatte der den aufgeschnitten? Ich dachte, der hat es nur so draufgestellt. Okay. Und dachte ich mir so, ach du Scheiße, wie cool. Bitte? Was eine coole Aktion. Okay, also... Ich fand's total fies, dass die Mädels darüber gelacht haben. Okay, also Benita, du würdest so überrascht werden wollen? Ja, auf jeden Fall. Okay, also ich nicht. Nein? Nein. Hallo, mit Popcorn ist das sau witzig. Ja, richtig. Du sagst, mit Popcorn ist witzig, aber diese Geschichte, ich... Ist doch witzig. Nee. Ist voll kreativ. Okay. Nee. Ich fand das total cool. Ich habe mir nur gedacht, so, ey, so kreative Männer lerne ich nie kennen.
Okay, ja gut, also kreativ oder einfach nur gruselig. Aber gut, der war so in seiner Männlichkeit gekränkt, das hat mir auch richtig leid getan. Er hat mir auch ein bisschen leid getan, weil tatsächlich, man muss ja einfach ganz klar sagen, er hat einfach auch Gefühle und verletzte Gefühle. Naja, am Anfang war es für ihn auch nur Spaß. Und ich meine, jetzt hat er nun einfach wirklich Gefühle und es ist natürlich immer total traurig, wenn jemands Gefühle nicht erwidert werden. Gar keine Frage. Ja. Und deswegen tut er mir in dem Fall natürlich auch leid. Ja, und weil sie eben nicht ehrlich sind. Ja. Und das, als sie am Ende ehrlich sind und er dann auch, finde ich, ziemlich erwachsen darauf reagiert. Ja, aber traurig. Aber traurig ist, aber er sagt es ihnen ja nicht. Ja. Das fand ich fand, er hat echt sich ein bisschen gemacht, weil am Anfang habe ich noch gesagt, die Rolle, beide Mädels und er sagt es denen nicht. Da waren wir noch so erst ein bisschen so ein Arsch oder ein Fuckboy so, ne? Und jetzt merkt man so richtig, dass er halt auch eine sensible Seite hat. Mensch, diese Italiener mit der sensiblen Seite und dem rosa Pullover mit dem rosa Polohemd. Jetzt hört er bestimmt noch so Eros Ramazzotti. Das ist, was er jetzt macht. Genau, aus lauter Traurigkeit. Aber ja, und dann haben sie noch versucht, ihn zu verkuppeln mit einer Nachbarin. Ja, das fand ich aber auch richtig uncool. Das war wirklich doof. Also stell dir mal vor, du bist jemand verliebt und dann will dich dein Love Interest mit jemand anderem verkuppeln. Aber wie man auch denkt, willst du mich verarschen? Furchtbar, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oh mein Gott, das ist mir nämlich auch schon passiert. Aber das Schlimmste ist eigentlich daran, dass die Mädels es gar nicht gerafft haben, warum er sich darüber aufregt. Gar nicht. Weil sie ja das wirklich gut gemeint haben. Ja. Und dann hat ja Leo noch so treffend gesagt, fand ich, hey, das sind ja keine Gefühle im Spiel. Das ist ja zu viel gesagt. Das ist ein Ego, weil die das wirklich denken. Und da merkt man dann wieder, dass die beiden das gar nicht böse meinen. Nee, die haben es auch nur gut gemeint, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, nur weil man etwas gut meint, ist es nicht immer gut. Ja. Schade. Auf jeden Fall ist Bo für mich trotzdem die Böse. Bo ist die Böse. Ich finde, sie hat ihm volle Hoffnungen noch und gemacht. Und Leo ist die Liebe, oder was? Genau. Mhm, okay, und Toni ist der Tolle. Hast du Leo gehört, wie sie gesagt hat? Ich sehe aus wie ein Engel. Ja. Nun ja, also da bin ich gespannt, wie das weitergeht mit so broken-hearted, mit so zwei Turteltäubchen vor der Nase. Puh, könnte schwierig werden. Wir denken ja, wir haben letzte Woche gesagt, vielleicht schmeißt er sie aus der Wohnung raus. Ja, könnte es sein. Früher oder später wird es noch eskalieren. Ja, oder stell dir vor, er bringt jetzt plötzlich dann doch irgendwie so eine andere Frau mit. Mhm. Ob dann nicht vielleicht doch wieder so Eifersucht bei einer der beiden anderen auftaucht? Also vielleicht eher bei Bo? Eher bei Bo. Ich habe dieses dunkle Gefühl, dass die Bo, obwohl sie jetzt sagt, sie braucht gerade nur die Leo. Ja, ich befürchte es auch. Den Toni gar nicht, also ich meine, Leo sagt ja auch die ganze Zeit, ja, ich mag Toni, aber eigentlich so, wie es halt ist, wenn man frisch verliebt ist, man hat nur noch Augen für den anderen. Ja. Bei Bo ist es nicht so. Nicht ganz so, ja. Ich habe Angst, dass sie mit Leos Herz spielt und mit Tonis Herz. Möchtest du orakeln? Ja, das war mein Orakel. Okay, ich glaube, sie spielt mit den sie Herzen. Sie spielt. Ich glaube, sie spielt. Ich glaube, sie meint es nicht richtig ernst. Okay. Dieser Lesbensex ist nur eine Phase. Das fand ich eine krasse Aussage, muss ich echt sagen. Also das fand ich echt, da habe ich mir echt gedacht, boah, die arme Leo. Aber gut, sie sagt dann ja später der Woche, sie hat sich wirklich verliebt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Sollen wir kurz über Olli reden oder sollen wir es gleich lassen? Sollen wir es einfach mal ignorieren? Nein, es gibt ja eigentlich nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich fand es total witzig erstmal, dass Beate versucht hat, ihn zu verkuppeln mit dieser einen im Kiosk. Ja. Aber Stella, ich mag die immer lieber, weil sie ja wirklich Klasse hat. Weil sie nochmal sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich dir verzeihen kann. Aber ich bin immerhin bereit, mit dir nochmal zu reden. Die ist so erwachsen, so wie sie damit umgeht. Nach diesem ganzen Betrug, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ich könnte das niemals verzeihen. Und sie hat so richtig viel Klasse und sagte, okay, ich rede nochmal mit ihm. Ich will jetzt zwar die ganze Zeit sagen, lass es. Und ich meine, es ist unglücklich mit der alten Frau. Aber wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Hatten wir schon mal. Ja, stimmt. Ja, mir fallen keine neuen Sprichworte mehr ein. Aber ja, aber sie hat es gesagt. Sie hat gesagt, hey, ich glaube dir das nicht mehr, dass die alte Frau dir geholfen hat. Du der alten Frau geholfen hast. Ja, und ich meine, sie auch, als sie es dann ja quasi erfährt, weil die alte Dame ja auch wirklich sagt, ach, vielen Dank, dass die mir da so geholfen haben, junger Mann. Ja, schwierig, weil ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass Stella, wenn das vielleicht noch anders läuft, und deswegen, ich sehe die Sache noch nicht abgehakt, ehrlich gesagt, glaube ich schon, dem Olli eine zweite Chance geben würde. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe, die Stella sucht sich einen aus dem anderen, aus dem Freundeskreis. Zum Beispiel Kevin. Nee. Weil der ist so lieber und die kennt ihn ja jetzt schon. Nee, da würde mir jemand anders besser gefallen an der Seite. Wer? Diego. Diego und Stella? Ja, die fände ich von der Optik her sehr schön zusammen. Krass. Ja. Stimmt. Das
Das fände ich schön. Also Stella, entscheide dich für Diego oder Kevin. Wer darf dein Herzsatz sein? Der lügende Olli oder der lustige Kevin oder der liebenswerte Diego? Das hast du schön gesagt. Nee, aber also ich wiederum, also ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich würde mir wünschen, dass die beiden das hinkriegen. Ich weiß auch nicht, ich bin immer so ein ja, oh, ich love, immer das, love, love. Ich möchte immer, dass alles gut love, wird. Love, peace and happiness. Ja, ja. Ich bin viel zu zynisch. Ja, ich bin auch manchmal schon auch zynisch, aber... Ach. Und einmal hat Stella, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, ich mache mir so gefühlt 3 Notizen und schreibe auf, Stella hat Killer gesagt. Killer? Killer, die so, irgendjemand hat was gesagt, dann meinte sie so, also positiv, ja. So wie geil. Ja. Sie sogar Killer. Und dann dachte ich, sagt man das wieder? Vielleicht. Mit sowas beschäftige ich mich, während ich die Serie gucke. Okay. Killer. Leute, sagt ihr draußen Killer? Für mich war das 2005. Schreibt uns mal eine DM. Sagt ihr Killer? 2005 habe ich Killer gesagt. Oder sagt ihr, das geht gar nicht, das ist old. Habt ihr auch, wann habt ihr zuletzt Killer gesagt? Im Sinne von geil. Wir sollten vielleicht einfach in den Podcast wieder einbauen. Vielleicht können wir das wieder okay, als neues ich werde das heute machen. Inboard launchen. Ich werde jetzt immer, wenn ich was positiv finde, sagen Killer. Sehr gut. Darf ich an dieser Stelle mal kurz husten? Es tut mir leid. Also ich will ja nicht sagen, Annika hustet, glaube ich, nie, nur wenn wir den Podcast aufnehmen. Vor Aufregung. Ich glaube, das ist psychologisch, psychosomatisch. Ja, ich huste immer auch vor Aufregung. Gut, dass wir so viel Sicherheitsabstand haben. Ja. So, dann kommen wir, sollen wir schon zur großen Sophia kommen oder sollen wir können noch die anderen kleinen? Können wir gleich machen, aber... Apropos Sophia, ja, das ist eigentlich gut, das wäre auch mein nächstes Thema, aber da hat ja Olli auch noch ein bisschen was mit zu tun. Ja, das stimmt. Deswegen können wir es vielleicht so, ne? Überleiten. Olli hat ja, war ja diese Woche richtig nett und hat nicht nur an sich gedacht und hat gesagt, Sophia, es tut mir richtig leid, dass ich Jan erzählt habe, dass wir das Taxi verkauft haben, betrunken aus Versehen, was ja passieren kann. Und er hat zu ihr gesagt, ich nehme die Schuld auf das mich. Das fand ich richtig cool. Cooler Move, Olli. Ja. Vor allem, weil Sophia, finde ich, total unmöglich reagiert hat. Er kommt, entschuldigt sich, dass er die Wahrheit gesagt hat. Du musst mal das ja, überlegen. Ja. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und sie regt sich auf. Wie kannst du nur? Was ist das? Hallo? Und dann hat Jan natürlich, fand ich auch total richtig, das Olli gar nicht so richtig geglaubt. Und gleich gesagt, du, ist mir egal, ob du es verkauft hast. Aber sie hat mir trotzdem nicht erzählt. Ja, genau. Es geht ja um die Lüge und nicht um den Verkauf des Taxis. Wir hätten mal irgendwann mal anfangen sollen, die Lügen aufzuschreiben, die Sophia die ganze Zeit auftischt. Ich glaube, die Liste wäre mittlerweile so lang, so viel Papier hätten überhaupt nicht. Wir könnten uns wie in diesen FBI-Filmen so eine Wand machen und dann so Fäden und Stecknadeln. Das wäre aber so ein einziges Geflecht nur noch. Das ist ja wirklich ein Gespinst. Das ist ja wirklich tragisch. Weil man weiß wirklich, wenn ich sagen wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen, man weiß nicht mehr, wo man anfangen, aufhören soll. Das ist einfach, wenn Sophia den Mund aufmacht, lügt sie. Es tut mir leid, aber es ist leider so. Es ist wirklich so und das ist richtig traurig, vor allem auch, weil sie eine ihrer besten Freundinnen anlügt, nämlich die Jule. Ja. Sie holt das Paket ab von der Post, was sie bestellt hat, auf Jule Reuter. Ich habe übrigens nicht gesehen, dass sie dem Typen den Ausweis gezeigt hat. Ich auch nicht, da war ich sehr erstaunt, weil, also da muss ich auch sagen, danke, weil dann hat er es nämlich nicht gefragt. Genau. Weil sie ist nur reingegangen und hat gesagt, ja, ein Paket für Julia Reuter, genau. Wusstest du, dass die Julia heißt? Nee, das hat mich auch sehr erstaunt. Aber jetzt wissen wir. Fans der ersten Stunde. Aber das Ding ist wirklich, dass sie das Paket abgeholt hat und dann sich noch versteckt hat und das Paket abgestellt hat. Und dann kommt ein Typ und nimmt es weg. Und das fand ich richtig witzig. Also, weil ihr müsst euch vorstellen, also wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, sie nimmt dieses Paket, um sozusagen den ersten Schaden erstmal abzuwenden, mit aus diesem Paketjob, das eigentlich sie bestellt hat, aber auf den Namen Jule. Okay, dann nimmt sie das mit und stellt fest, dass Jule plötzlich auftaucht, gerät völlig in Panik und stellt das Paket kurzzeitig neben eine Mülltonne und versteckt sich hinter einem Mauervorsprung. Dann kommt währenddessen ein Typ vorbei, sieht, oh, ein Paket, nimmt es und dann sagt sie so, nee, das ist meins. Er so, ja, wie heißen Sie? Können Sie sich ausweisen? Kann sie natürlich nicht, weil es ja auf Julia Reuter adressiert ist. Und vor allem, ist. Was ist das für einer zu fragen? Ja, können geil. Sie sich ausweisen? Und sagt er, ja, nee, dann behalte ich's. Wie witzig. Also wie dreist. Das ist kackendreist, aber irgendwie auch ganz schön witzig, weil irgendwie... aber wir finden es nur witzig, weil Sophia getroffen hat und es einfach Karma ja, war. Ja, richtig. Das war tatsächlich Karma. Und vor allem, Karma. Sie hat echt Schuhe für 500 Euro bestellt. Ja. Ein Paar oder viele? Du, der Karton war eher so 2 Paar. Weil ich dachte mir so, okay, krass. Ja, ich glaube, sie hat, stimmt. In der Folge ist ja, die Schuhe sind ja alle 50% reduziert. Ja. Bestelle ich einfach viele und verkaufe sie fürs Doppelte.
Ja. Oh, Sophia, Sophia. Und es war so schlimm für mich, als die Jule angelogen hat. Und Jule, ich mag die so gern. Die ist so verständnisvoll. Ich verstehe mal gar nicht, warum sich in den Facebook-Kommentaren und was weiß ich immer die Leute über die Jule aufregen und sagen, dass sie so nervig ist, weil das lese ich immer mal wieder. Mhm. Und es finde ich total unangebracht, weil ich muss sagen, ich finde die richtig nett und verständnisvoll. Die ist für ihre Freunde da. Die war für Mel da, als sie von Marc verdächtigt wurde, die Tabletten geklaut zu haben. Aber darüber können wir auch gleich sprechen. Und die war krass für Sophia da, obwohl Sophia dann irgendwann gesagt hat, ja, ich war's. Ich habe über deine Kreditkarte bestellt. War sie natürlich sauer, aber sie war trotzdem für sie da. Sie hat es trotzdem nicht Jan verraten. Und genau, hat tatsächlich geschwiegen weiter. Das ist wirklich eine Freundschaftsdienst. Wobei ich langsam sagen muss, dieses Schweigen ist bei denen auch ein Problem. Ich weiß, dass wir immer sagen, ja, das sind voll die guten Freunde, aber das ist langsam wirklich ein Problem, weil irgendwann sind Probleme einfach so groß, dass du nicht mehr darüber schweigen kannst. Und sie sagt es ja offensichtlich Jan nicht. Am Ende sagt sie es ihm, während er schläft. Die Sophia, die Sophia gesteht Jan quasi alles, was sie gemacht hat, während er steht. Ich habe da so ein bisschen gehofft, das ist doch so, man sagt doch auch zum Beispiel, wenn man etwas lernen muss, also für Uni, Schule oder sonst irgendwas, dann soll man sich eine Kassette aufnehmen und sozusagen die mit dem Stoff und dann abspielen, während man schläft, weil man es irgendwie dann nochmal aufnehmen kann. Deswegen hoffe ich so sehr, dass Jan einfach aufwacht und wir nächste Woche erfahren, dass er aufwacht und irgendwie... Sicher nicht. Es weiß. Sicher nicht. Und vor allem, der tut mir auch richtig leid, weil er jetzt schon wieder eine Wohnung mit ihr anguckt. Der denkt halt jetzt bestimmt wieder, sie will nicht mit ihm zusammenziehen, weil sie mir einfach nicht... Wieso hat sie nicht gewusst, dass meine Schufa-Auskunft braucht? Du, weil sie manchmal, wie gesagt, sie hat ja letzte Woche das Taxi verkauft und hat einfach den Brief abgegeben. Das ist nicht ihre erste Wohnung. Ja. Aber trotzdem, jeder weiß, dass man eine Schufa-Auskunft braucht. Aber weißt du, was mir gerade auffällt, was wir total bislang verschwiegen haben? Nee, ich verschweige es nicht, ich verdränge das es. Das Schlimmste. Ich habe mit Absicht nicht darüber gesprochen. Das Schlimmste der Woche. Nein. Das war, und nein. Zwar, doch, ich muss mal kurz hier sozusagen nochmal dann erzählen. Also, weil, wie gesagt, Sophia hat Geldsorgen über Geldsorgen über Geldsorgen. Und aber gleichzeitig eine Shopping-Sucht. Deswegen geht sie mal wieder natürlich zum Shoppen, zum Schuhshoppen. Und da ist ein sehr netter Verkäufer namens Dieter. Und der Dieter ist der Verkäufer gewesen? Das war einfach so ein random Typ. Ach so, ich dachte der... Ja, whatever. Gute Frage, egal. Jedenfalls ist er da und sagt, ach, die Schuhe sind aber schön. Und wie sich dann rausstellt, also erst will er die Schuhe kaufen, dann will er eigentlich nur Fotos machen. Sie sagt aber nichts Unanständiges. Nee. Ja gut, wie sich dann rausstellt... ist der Dieter halt ein Fußfetischist. Und der findet Füße halt im wahrsten Sinne des Wortes richtig geil. Und bietet Sophia im Laufe der Woche immer mehr Geld für immer mehr Leistungen, die sie mit ihren Füßen machen soll. Das geht dann so weit, dass sie ihm mit ihren nackten Füßen eine Ohrfeige geben soll. Er darf ihre Füße küssen. Er darf Salzstangen von ihren Füßen essen, sie ablecken. Und es ist einfach so... gruselig und sie macht alles für Geld. Ich weiß, dass ganz, 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 ganz viele Menschen einen Fußfetisch haben. Ja, ich weiß, das ist ja statistisch, sind wirklich viel mehr, als man denkt. Und Leute, wirklich macht, was ihr wollt. Aber ich will es nicht sehen. Aber es war echt gruselig, ne? Also vor allen Dingen Füße. Ich finde Füße so eklig. Ich war die ganze Zeit, ich habe fast gespuckt. Ging gar nicht. Oh, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Ich bin ganz fix und fertig. Ich durchlebe das gerade alles nochmal wie so ein Trauma. Nee, das war wirklich krass. Also und vor allen Dingen, wie gesagt, am Anfang fängt es an mit so relativ harmlosen Bildern irgendwie von dem Fuß. Gut, das würde ich für Geld auch noch machen. In Schuhen, mein Gott, also was soll's. Und er zahlt dir halt auch richtig viel Geld, ne? Ja, er zahlt dir so 500 Euro für so. Ja. Und eins muss man ja Füße sagen. Anfassen. Eins muss man ja. Und für eine Fußmassage, dafür zahle ich nochmal Geld. Aber ganz ehrlich. Dieter ist ja wohl ein richtig netter. Ja, der ist nett. Der ist sehr höflich. Ja, der ist höflich, der meint es gar nicht böse. Obwohl ich, das fand ich ein bisschen creepy, als er dann gesagt hat von wegen, oh, jetzt war ich aber böse, jetzt habe ich zu viel Salzstange gegessen, jetzt musst du mich hauen. Sie so, hey, ich bin keine Domina. Und er so, ja, dann nur mit dem nackten Fuß einfach eine Ohrfeige. Da hab ich gedacht, ja, aber er war sehr höflich. Ja, die ganze Zeit. Aber so ein Devote. So ein Devote, das ist dann schon wieder sehr... Da hat sie ja aber richtig Glück gehabt, weil, wir erinnern uns, vor ein paar Monaten ist die liebe Sophia fast vergewaltigt worden. Deswegen unter anderem hat sie ja dieses Trauma. Ja. Gerade und die Shopping-Sucht. Wie kann man so dumm sein? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott, ich werde mir wieder so viel drüber anhören müssen, weil ich dauernd sage, wie kann man so dumm sein? Nein, aber auch, weil sie geht zu ihm nach Hause, ne? Also man muss ja schon sagen, also sie geht zu einem wildfremden Typen nach Hause, hat nicht so wirklich eine Ahnung, was der vorhat und macht das einfach.
Also das ist schon... Und also das dachte ich mir, Sophia, sag mal, lernst du nicht? Ja. Und vor allem dann noch sowas. Ja. Der hätte, die hätte gar nichts machen können, wäre der ein Arsch gewesen oder wäre der gefährlich. Die hätte gar nichts machen können. Ich frage mich, wie man nicht aus seinen Fehlern lernen kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach tatsächlich, dass sie kann gar nicht mehr klar denken. Einerseits diese Shopping-Sucht, die sie total beherrscht, weil diese Woche ja mehrfach, immer wenn sie echt richtig unter Stress ist, dann was ist der nächste Weg? Erstmal shoppen gehen. Und sozusagen dieser krasse Druck, so viel Schulden zu haben, dass sie überhaupt nicht mehr weiß, wie sie dem Ganzen überhaupt Herr werden soll. Ich meine, sie hat einfach mit einem normalen Job kann sie diese Schulden innerhalb kurzer Zeit in keinster Weise loswerden. Und wenn sie, und das ist ja das Schlimmste an der Sache eigentlich, oder ich meine, ich sage immer das Schlimmste an der Sache, aber irgendwie, es geht immer schlimmer, Sophia, ist ja, dass sozusagen ihr Plan ist jetzt eigentlich, Jan ja nicht unbedingt die Wahrheit zu sagen, sondern das ist eher nur sozusagen der Plan B. Plan A ist, ganz viel Geld zu machen mit, ehrlich gesagt, was auch immer, dann keine Schulden mehr zu haben, um Jan überhaupt niemals die Wahrheit sagen zu müssen. Und das ist krass. Und jeder weiß übrigens auch, dass man reduzierte Ware nicht zurückgeben kann. Ja, das war das. Wie du gerade gesagt hast, sie kann nicht mehr klar denken. Nein, ja, da denkt die gar nicht mehr dran. Wo du so überlegst, hä, also. Und ich meine, klar hat sie auch Pech gehabt, dass die Garage überflutet wurde beim Flohmarkt. Ja, gut. Und die Klamotten hin waren. Aber trotzdem haben die Leute sie noch verkauft. Ich habe übrigens selbst auch mal einen Flohmarkt gemacht und das ist wirklich krass, wie die Leute da falschen und wie die da sagen, nee, das zahle ich nicht. Entweder sagst du dann halt, nö, man zahlt halt nicht. Ja gut, aber auf dem Flohmarkt auch, ich meine ganz ehrlich, auf dem Flohmarkt etwas zu sagen, das hat aber ein Originaletikett, ist einfach total durch. Das was soll's? Halt wirklich Quatsch. Also weil ich denke mir immer so, da gehen die Leute hin, weil sie Schnapper machen wollen. Eben, weil sie Schnapper machen wollen, weil sie was Günstiges erwerben wollen. Genau, also deswegen. Und das, aber da hat es mir auch kurz, sage ich mal, leid getan bei diesem Garagenflohmarkt, weil ich meine, wie viel Pech kann man halt auch haben. Aber ich denke mir halt, ich glaube ja an Karma und deswegen, ja, hat sie es einfach verdient. Ja, also deswegen, wir werden sehen, wie es das nächste Woche weitergeht. Wie gesagt, eigentlich nächste Woche sollten die beiden jetzt, also Jan hat auch schon der WG erzählt, dass sie ausziehen wollen. Mhm. Sie haben eine richtig coole Wohnung bekommen. Nächste Woche Mittwoch ist der Banktermin, bei dem spätestens Jan erfährt von der Bankdame, dass Sophia A. kein Geld hat, B. mega Schufa-Eintrag, C. Katastrophe. Ja. Und jetzt kann sie ja nicht mehr zu ihrem Fußdude, weil er sie in den Zeh gebissen hat. Ich hab fast auf dem Boden gelegen. Ich habe mir echt, weil Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn wir das schauen, dann machen wir uns natürlich schon Notizen, damit wir die wichtigen Sachen nicht vergessen oder wenn wir uns überlegen, ja, darüber wollen wir sprechen einfach. Und dann schreibt man sich einfach nur immer so Stichpunkte auf und ich schreibe mir dann auf, wie ich schreibe dann so auf. Sophia soll Typen mit Fußohrfeigen. Ich liege auf dem Boden. Und damit meinte ich mich. Ich lag auf dem Boden vor Lachen. Oh nee, ich konnte gar nicht mehr. Das ist unfassbar. Aber ich habe mich auch unglaublich geekelt. Ach, weißt du, worüber wir auch noch nicht geredet haben? Nein. Was war denn mit dem Inkasso-Typen? Was war denn das für ein komischer Typ? Ist das wirklich so? Tatsächlich, da habe ich auch gedacht. Leo sagt noch, sie hätte so einen Bericht gesehen und über so Inkasso-Typen. Und das ich ist so dachte, Inkasso sind ganz normale so Männer im Anzug. Ja, und dann kommt da wirklich so ein Typ Türsteher mit Goldkettchen und sagt so, ich nehme mit, was geht. Ja, hallo, ich wusste das nicht, dass das in Deutschland so ist. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich war auch so Filme kennt man das so. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, wie ist denn niemals das so? Niemals in Deutschland. Ich dachte, da kriegst du halt Mahnungen. Vielleicht kommt dann irgendwann mal, sag ich mal, so ein, wie heißen die, zwangsvoll... Streckungstitel oder sowas. Streckungstyp. Ja. Genau, und da dachte ich, aber das ist bestimmt so einer mit Brille und grauem Anzug, ne? Ja. Und gestreifter Krawatte, dann sagt, ja, okay, ich kassiert das jetzt, aber der war ja richtig gruselig. Und dann, was macht Leo? Ich meine, voll gut, wie sie Freddy abgelenkt hat, Tom abgelenkt hat, ja, dafür noch Geld nett ausgibt und ihr das Geld leiht. Aber sie hat sich schon wieder allein mit dem in der Wohnung gelassen. Was denken die sich denn? Stimmt, da habe wenn ich fast gedacht vergewaltigt worden wäre, stimmt, dann würde da ich niemals mehrmals in der Woche allein mit fremden Männern in der Wohnung verbringen, wo keiner mich hört oder finden. Also, hallo? Aber trotzdem, ich fand es ein bisschen nett fast, dass er sich da so ein bisschen hat sozusagen bitten lassen, weil ich meine, der sagt, nimm erstmal Platz, er sagt, nee, keine Zeit und dann bleibt aber irgendwie doch erstmal ein paar Minuten da, bis Leo von der Bank kommt und das Geld dabei hat. Ja.
Aber das war richtig cool von Leo, wie sie unterstützt. Ja, sie ist eine richtige Freundin. Also seit diesem Mick-Vorfall sind die beiden echt gut miteinander. Ja. Ne? Und ich hoffe auch wirklich, weil ich glaube, ja, Jule redet Sophia ins Gewissen, aber ich finde, das kommt eher so auf Druck und deswegen wahrscheinlich nicht so gut an. Ja. Und ich finde, die Leo macht das richtig gut, weil sie einfach sozusagen für sie da ist, ihr wirklich hilft. Sie hilft ihr bei dem Flohmarkt, sie hilft ihr jetzt mit dem Geld und sie ist, und sagt auch sozusagen, die ist die Einzige, die mal auch sozusagen wirklich die volle Wahrheit weiß, A. Mhm. Und B, die beiden sind einfach mal alle Mahnungen durchgegangen, alle. Ja, endlich mal. Und deswegen ist Leo die Einzige, die wirklich dieses ganze... diesen ganzen Umfang überhaupt weiß und deswegen echt eine richtig gute Freundin ist. Das stimmt. Das ist, da hast du wirklich recht. Aber trotzdem hat sie mir diese Woche zu viel Scheiß mit Toni gebaut. Aber ja, das stimmt. Für Sophia ist sie wirklich eine gute Freundin. Darf ich noch kurz was zu Leo sagen, weil ich es mir auch notiert habe? Anfang der Woche nur kurz, das hat jetzt überhaupt nichts mit Sophia zu tun, aber ich möchte trotzdem kurz sagen, weil ich es so lustig fand. Leo hat am Anfang der Woche Angst, dass sie im Schlaf sabbert. Dann habe ich geschrieben, wer kennt? Ich. Ich auch. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Das ist richtig peinlich. Ey. Ich habe... ich bin im Sommer mit meiner besten Freundin mit dem Surfbrett und dem Bus unterwegs. Und da schlafen wir in diesem Bus 3 Wochen lang. Und ich weiß ganz genau, wie wir tagsüber diesen Bus offen hatten, die Klappe, und aber drin genappt haben, so, weil, keine Ahnung, wir waren halt einfach fertig, ne, haben Mittagsschlaf gemacht. Und dann liefen so Leute vorbei und haben gelacht. Und ich wach so auf und merke, dass ich so richtig gesabbert habe. Oh. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ich kann sie total verstehen. Ja. Aber soll ich dir was ganz Beruhigendes erzählen? Und als ich das mal gesehen habe, seitdem ist Sabbern für mich jeder absolut erlaubt. Beim Schlafen. Ja, erstens glaube ich das und zweitens, ich war mal beim Reiten im Stall und da lag eine kleine Katze, eine süße kleine Babykatze, die schlief da und sie sabberte. Und dann habe ich gedacht, okay, ab sofort ist es total okay, ist es salonfähig, sabbern ist absolut. Ich bin auch eine süße kleine Babykatze. Gut, also okay, lass uns über Lea und Oscar reden, weil anscheinend verloben die sich ja, obwohl sie ihn gar nicht mehr liebt. Nein, das glaube ich nicht. Also tatsächlich, ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Sie war viel zu heartbroken. Als Ben gesagt hat, ich habe meinen alten Job in Essen angenommen, ich wollte es dir nur sagen, ich verlasse dich für immer. Da war sie wirklich, da war echt heartbroken, wie du sagst. Und er tatsächlich, also es geht ja nächste Woche, wir können es ja diese Woche sozusagen mal vornehmen, weil es ist ja nur eine Sache nächste Woche zum Vorschauen gewesen, dass Oscar einfach Ben gegenüber sagt, dass er mit Lea jetzt irgendwie, er muss jetzt irgendwie handeln. Und er weiß aber gar nicht, in welche Richtung es geht. Und Ben schließt daraus, dass er Schluss machen will mit Lea. Geht deswegen zu Lea und sagt, Lea, ich glaube, der Oscar will mit dir Schluss machen. Ja. Beide gefühlt wahrscheinlich denken sich, ja geil, endlich, voll happy. So gut, ob sie deswegen zusammenkommen können, finde ich, ist eine ganz andere Nummer. Aber nee, der Oscar hat leider was ganz anderes mit er will Heiratsantrag machen. Oh mein Gott, Oscar, lass es doch. Und vor allem auch, rede nicht mit deinem Vater über dein Sexleben. Naja gut, das fand ich tatsächlich eigentlich ganz cool, weiß ich nicht. Du kannst doch nicht zu deinem Vater sagen, meine Freundin hat keinen Sex mehr mit mir, mit 17. Ja gut, aber der Ben ist doch so ein junger Vater und Ben ist 17, wie du sagst, Mile, geht doch. Ben ist nicht 17, Oscar ist 17. Ja, nee, meine ich auch. Oscar ist 17, Ben ist so jung. Also ja, na klar, ich finde es auch gut, wenn man mit seinen Eltern ein offenes Verhältnis hat. Aber da habe ich mir gedacht, ja, das Ding ist, ich weiß halt, dass Ben mit Lea schläft. Ja gut, ich glaube, deswegen war das so für mich so cringe. So, weil, ja gut, das ist natürlich weil ich mir dachte, oh je, ich kann dir sagen, warum sie nicht mit dir schläft. Ja, okay. Stell dir mal vor, sie hat ja gesagt, ja du, mein Sohn, ich kann dir sagen, woran das liegt, weil sie ich schlafe mit ihr deswegen. Bei mir geht es richtig gut. Ja, nee, ja. Bei mir macht sie es immer komisch. Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt. Also mit mir hat sie ganz normal wie immer. Mit mir hat sie richtig Spaß. Ja. Mehrfach. ja, natürlich. Dann wohl doch nicht wie der Vater, so der Sohn. Also ich kann an dieser Stelle natürlich auch, weil wie gesagt, unsere Herzen haben wir gefühlt so ein bisschen verloren. Also Oscar, ich tröste dich jetzt schon mal. Ja, er hat auch Charlie gefragt. Dass sie keinen Sex haben. Der soll das nicht allen erzählen. Das ist auch privat. Ja gut, aber er macht sich halt Sorgen. Er ist halt ein Baby. Er plaudert das halt aus, weil er 17 ist. Ja, vielleicht. Und ich weiß, du bist Oscar-Fan, aber ich sag dir, der wird sein Herz gebrochen bekommen. Ja, und ich sage nächste Woche spätestens. Ja, natürlich. Ja, muss ja. Ganz ehrlich. Also wie lange kann man das noch aufrechterhalten? Sie kann ja jetzt schlecht Ja sagen. Boah, ich bin so gespannt. Boah, also wenn sie Ja sagt, ganz ehrlich, dann springe ich dieses Mal in den Fernseher, weil das ist, also das sind dann das wäre richtig krass. Nee, aber ich glaube das nicht. Lea ist so... Ah. Nee. Okay, lass mal wieder wetten. Ja, wetten, okay. Ich sag, sie sagt ja. Ich sag, sie sagt nein. Okay.
Ach, vielleicht sagt sie ja. Aber oder ich, oder anders gesagt, ich sage, nächste Woche noch fliegt es auf, beziehungsweise ja. Sagt sie, was Sache ist. Was denkt ihr, Leute? Was sagt sie beim Heiratsantrag? Ja, sagt oder nein? Sie ja oder nein? Oder sagt sie irgendwas anderes? Wie reagiert sie? Schreibt uns das mal. Schreibt, da könnten wir auch eine Story draus machen. Das interessiert ja, mich mal. Gerne. Auf jeden Fall, wer auch mal lernen sollte, nein zu sagen, ist die Nelly. Oh. Wie kann man... Ach, Nelly, ich meine, sie, klar, die ist auch jung und so. Aber das... Ich habe ja am Anfang sie verteidigt und habe noch, ich glaube sogar letzte Woche noch gesagt, ja, sie ist halt verliebt. Und du hast gesagt, ja, aber so naiv kann man doch gar nicht sein. Und jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich mal meine Meinung geändert. Du hast absolut recht, weil jetzt ist es wirklich nur noch naiv. Er lässt sie auf der Party komplett allein. Sie wacht in der Schule auf, halb nackt, findet diese Bilder von sich. Er sagt, ja, ich war auch voll betrunken, meine Mutter hat Stress gemacht, ich musste heimkommen. Keiner lässt seine Freundin, wenn er sie liebt, besoffen auf einer Party in der Ecke liegen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich erinnere an eine gewisse Lina, die leider nicht mehr dabei ist, die auch vergewaltigt wurde. Und damals das und ist, ja. auch nach einer Party, sag ich mal, allein nach Hause und besoffen war und da auf der Straße irgendwie. Und daran hat es mich ganz arg erinnert, weil sie so abgefüllt haben. Da hätte sonst was passieren können. Ich finde es ist gar nicht mehr witzig. Es ist nicht nur so ein Schulstreich von wegen, wir machen Bilder im BH. Da sag ich mal, schadet es ja körperlich niemandem. Aber jemanden so betrunken, alleine das ist Mobbing, ganz ehrlich, was die Mädels da machen, das geht absolut gar nicht. Das ist krasses Mobbing, weil ganz ehrlich, das ist einfach seelisch arg problematisch. Und boah, von hast du gesehen, sie haben ja in den Drink gespuckt. Ja, boah. Also wirklich, diese Mädels um Samantha rum, das was sind solche ist denn, das Bitches. Das sind wirklich Mobberinnen und ich hoffe, dass sie sich mal richtig dafür schämen, weil ich bin ja der Meinung, dass jeder, der in der Schule so ein Assi ist und so ein Arsch, dass die sich später mal in Grund und Boden schämen dafür, was sie gemacht haben. Bleibt zu hoffen. Karma, ja. Ich sag's dir. Das ja, ist das Motto. Das ist richtig ehrenlos. Ja, das ist oder? Ehrenlos das sagt trifft. Man doch. Das ja. ist richtig ehrenlos, Samantha. Samantha, du bist ehrenlos. Richtig ehrenlos. Weißt du, wer noch ehrenlos ist? Ja. Die Jill. Ja, die Jill, ganz ehrlich, aber da finde ich auch ehrlich gesagt kaum mehr Worte für und beziehungsweise da auch da bin ich und das hatten wir auch fast schon vor längerer Zeit. Ich bin mittlerweile so weit bei Jill, dass ich sage, die ist so krank. Ich glaube wirklich, die hat nicht mehr so ganz im Oberstübchen, was irgendwie noch normal ist. Ich meine, ja, sie will jetzt auf diese Bali-Reise für sie beide sparen, hat gerade mal irgendwie 300 Euro und glaubt irgendwie, dass das irgendwie wohin führt. Ja, heutzutage kriegst du einen Flug nach Bali für 300 Euro. Jetzt gerade geht es aber umsonst ja. nach Bali. Nee, aber ganz ehrlich, unmöglich, keine psychische Krankheit der Welt rechtfertigt, Drogen an Kinder zu verkaufen. Das ist richtig, aber auch da, Benita, ehrlich gesagt, ich glaube bei Jill, die rafft das nicht mehr. Ich glaube, die ist so, also ich meine, A nimmt jetzt die ganze Zeit Medikamente, deswegen, ich weiß ja nicht, wiefern die sie sozusagen in ihrem Denkvermögen beeinträchtigen. Anscheinend komplett. Ja, und ich glaube wirklich, dass die überhaupt nicht mehr weiß, was normal ist, was korrekt ist, das kannst du was doch man nicht macht zulassen. Und was auch nicht. Das finde ich von Freddy nicht mehr in Ordnung. Lieber ja. hin oder her. Da kannst du mir jetzt auch nicht mit dem Liebesargument nee, kommen. Nein, tatsächlich. Also bei, nein. Das kannst du nicht unterstützen, sowas, und nicht das verzeihen, dass sie, bloß weil sie heult, jedes Mal einen Sex mit ihm hat. Was ist denn das? Du kannst nicht jedes Mal einfach dich ausziehen das und dann habe ich mir auch cool. aufgeschrieben. Ich so, boah, jedes Mal eben, genau, jedes Mal, die beiden streiten sich irgendwie, dann heult Jill rum, Freddy verzeiht ihr und es gibt Sex. Und das ist echt ein Muster. Genau, und Freddy hintergeht Mel, die ihm nie was getan hat. Ich meine, okay, es war aus Versehen mehr oder weniger, dass er bei ihr die Tabletten reingesteckt hat. Aber ist egal, ja, aber nicht in Ordnung. Nein, und es war nicht aus Versehen, weil ihm war ja ganz klar, dass er jemand anderem ganz die genau. Schuld in die Schuhe schiebt. Und jetzt trifft es halt Mel, egal ob das jetzt Jule, Mel oder wer auch immer. Es hätte auch Mark sein können, dann wäre er ja. richtig im Arsch gewesen. Aber unmöglich und egal wie er Mel dann verteidigt, er sagt ja, Mel wird da schon irgendwie rauskommen. Ja, bla, bla. Ehrenlos. Ja. Das ist mein Motto der Woche. Ja, voll erst so doof, weil er schiebt Mel die Tabletten unter, sagt, und hoffentlich geht alles gut. Ey, Freddy, raffst du es noch? Bist du eigentlich doof? Nicht in Ordnung. Nee, tatsächlich. Also ich muss wirklich sagen, Freddy, und das habe ich aber auch, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, ja. irgendwie, das ist... Das geht zu weit. Irgendwo zwischen kümmern und Straftaten begehen ja. ist nochmal ein Riesenunterschied. Und immer sie zu verteidigen, wir zwei gegen den Rest. Ihr seid nicht Bonnie und Clyde, Mann. Ihr seid nicht Bonnie und Clyde. Nee. Ihr seid... Keine Ober- und Ahnung. Untergärtner. Nee, also. Ihr seid echt einfach nur durch. Ja. Durch. Nee, gefällt mir auch nicht. Deswegen, weißt du was, Benita? Ich würde sagen, wir kommen zu den Zitaten der Woche. Mal ein bisschen was ja. zu raten. Genau. Wer hat's gesagt? Willst du starten oder soll ich starten? Mhm.
Dann geht's mir auch besser, weil ich die beste Frau auf dieser Welt habe, die ich über alles liebe und die macht mir jetzt bestimmt einen Kaffee. Ich weiß es. Jan. Ja. Ja. Das fand ich richtig cool. Das fand ich auch richtig cool. Er tut mir einfach ein bisschen leid, weil... Er ist ein Lieber. Ja, er ist ein Lieber und ich finde, manchmal ist Jan so ein bisschen hart. Das haben wir mit Freddy gesagt. Er ist manchmal sehr, sehr streng. Und auch gegenüber anderen sehr streng. Und bei Sophia hat er wirklich ein Herz aus Gold. Ja. Und er sagt immer, es ist seine Traumfrau und er ist so stolz auf sie. Richtig süß. Und er sagt dir auch, ich bin stolz auf dich. Und das ist so lieb von ihm. Auf jeden Fall. Aber den Satz fand ich auf jeden Fall sehr cool, weil er weiß genau, was Frauen hören wollen, damit sie dir einen Kaffee machen. So funktioniert das nämlich. Wenn du sagst, mach mir einen Kaffee, hättest du vielleicht gesagt, sag mal, spinnst du, aber so funktioniert das. Also nehmt euch als Beispiel, Jungs da draußen, wenn ihr einen Kaffee haben wollt, seid lieb zu euren Freundinnen. Genau. Was hast du denn für mich? Also ich habe ein Zitat, was ich so ein bisschen worüber deswegen sprechen müssen, weil ich es überhaupt diese Woche sind zwei Sätze gefallen, zwei sehr Anti-Frauensätze, die möchte ich an dieser Stelle einfach angesprochen haben. Einer ist so ein Frauending, sagt jemand, und dann sagt der andere, also bestimmt irgendwas Ekliges. Danilo. Ja, genau. Und dann haben wir gedacht so, Toni! Oh Gott, schon wieder Danilo. Ah, Toni. Ja, genau. Antonio. Also das war so ein bisschen was. Ja. Und Ben sagt irgendwann die Woche auch noch, ja, Frauen sind manchmal ein bisschen komisch. Ja, Entschuldigung, ist so. Ja, so, okay, danke. Also nur mal so, ich finde ehrlich gesagt, Männer sind auch komisch. Bestimmt. Männer machen auch eklige Dinge. Männer sind auch eklig. Ja, also hallo. Deswegen. Hallo. Das ist ganz natürlich. Genau. Deswegen, bestimmt also, irgendwas Ekliges. Deswegen. Oh Mann. Deswegen würde ich noch ein anderes Zitat eher besser zum Raten machen. Und Trommel, du machst mich so glücklich. Na, wer hat's gesagt? Das hätte ja richtig viele sein können. Das hätten richtig viele, aber wer wurde diese Woche so richtig glücklich gemacht? Ich möchte eigentlich nur noch mal, dass du noch einmal schreist. Freddy zu Jill. Nein. Du musst dir sowas Sehnliches in die Stimme, du machst mich so glücklich, so. Na Leute, wer hat's gesagt? Leo zu Bo? Ja, könnte auch sein, nein. Jan zu Sophia? Nein. Soll ich dir sagen? Ist ja keiner mehr übrig. Doch, ist noch einer übrig. Luca zu Nelly? Nein, Fußdieter. Dieter, mein Mann. Ja, der Dieter natürlich. Der Dieter hat es gesagt und der, glaube ich, war die Woche wirklich am happiesten von allen. Ja, das stimmt. Oh, Dieter könnte glatt mein Gewinner der Woche sein, was mich zur nächsten Kategorie bringt. Gewinner und Verlierer der Woche. So. Also, ich habe einen Gewinner und drei Verlierer. Und Benita, ich auch. Ich habe auch einen Gewinner und drei Verlierer. Nein. Oh, Benita. Wir müssen uns doch einig sein. Wie sollen das gehen? Bei den Verlierern sind wir uns, glaube ich, diese Woche safe einig. 100%. Und bei den Gewinnern, nein. Okay. Was? Also. Gewinner? Jule. Weil sie macht die Sophia das ganze Drama mit, ist verständnisvoll und verteidigt Mel vor Marc, obwohl es ihr Mann ist. Und es steht so zu ihrer Freundin, glaubt keine Sekunde, dass sie es war, ist zu Freddy immer noch lieb und so. Ja. Ich finde, es ist eine richtig gute Frau, habe ich vorhin schon gesagt. Ehrenfrau. Ehrenfrau. Die eine ist ehrenlos, die andere hat nur Ehre. Okay. Ja, finde ich gut. Ich habe einen anderen Gewinner. Klar. Mein Gewinner der Woche ist Diego. Und zwar eigentlich... Weil man ihn nicht gesehen hat? Doch, weil man hat ihn einmal gesehen. Und zwar, als nämlich Stella die Sachen von Olli ins Cage bringt, ist Diego so Zucker und sagt... Stella einfach, was Olli doch für sie empfindet und dass er doch ein total Lieber ist. Ja, so ist und Diego. Und macht richtig Gutes oder versucht zumindest Gutes Wetter zu machen. Es funktioniert am Ende natürlich nicht oder zum Glück nicht oder wie auch immer. Aber er sagt so gute Sachen. Poppy, Prost. Poppy trinkt gerade. Ich habe mir auch gerade gedacht, die tapst hier so rum. Na, Poppy? Hallo. Ja. Nee, und das fand ich richtig süß. Und deswegen, und da bin ich auch drauf gekommen, warum ich fände, dass die beiden, also Stella und Diego, ein süßes Paar wären. Weil irgendwie er ist lieb und ich glaube, sie braucht auch jemanden lieben, wie wir wissen. Sie hat auch selber gesagt, sie braucht gar nicht so einen richtig reichen Typen. Ich fände die süß zusammen. Ja, aber dann könnt ihr auch Kevin nehmen, der ist auch lieb. Ja, aber der ist, ich finde, zu klein. Also für sie. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Aber gut. Nein, ich finde die auch süß zusammen. So, Verlierer der Woche. Genau. Ich fange an, oder beziehungsweise ich möchte von dir eigentlich nur hören, ja. Ich möchte von dir keine Widerrede hören. Okay. Also Verlierer. Ich habe auch nur geschrieben, Verlierer, viele Ausrufezeichen. Sophia? Ja. Nelly? Da habe ich geschrieben, Sophia for obvious reasons. Nelly? Nee, habe ich nicht. Was? Und Freddy? Freddy habe ich auch. Ja, und wer verliert der Dritte? Leo und Bo. Das ist bei dir schon eins. Ja, das ist, sag ich mal, ein Verlierer der Woche, sind Leo und Bo, weil diese Konstellation für mich verloren hat, weil ich das unmöglich fand, was sie mit Toni abgezogen haben. Ja, nur weil sie es mit Toni gemacht haben. Nein, nicht nur deswegen. Wäre es jemand anderes, dann wäre es voll okay nein, für Benita. Nein, gar nicht, weil ich finde es nicht cool. Ich fand die Aktion nicht gut, wie sie das gehandhabt haben. Die hätten einfach mal ehrlich sein sollen von Anfang an. Er hat es ja schon gespürt, so ist es ja nicht. Die dachten, für ihn ist es und dann nur Spaß. Den gerade noch Bo, den so noch mal in Hoffnung zu, am Anfang der Woche, hallo? Ja. Das ist nur eine Phase. Unfassbar. Ich fand es total fies und er hat mir richtig leid getan. Und nein, es ist nicht, weil es Toni ist. Nein, aber sonst, natürlich Freddy habe ich natürlich auch. Da habe ich auch Hashtag ehrenlos geschrieben. Liebe Bettina, sag ich, das ist mit mir. Oha, das mag ich gar nicht. Ich komme nicht mit Bettina an. Das ist übrigens auch eins meiner absoluten Lieblingslieder, ehrenlos. Deswegen kann man das ruhig mal mehrmals verwenden, dieses Wort. Oh, Entschuldigung, der Hund leckt mich gerade ab. Okay, also. Nicht am Fuß. Hauptsache nicht am Fuß, Poppy. Nee, genau, aber bei mir ist auf jeden Fall Nelly auch noch eine Verliererin. Na, Fräuleinchen? Benita krault gerade den Hund. Wir quatschen schon wieder zu lang. Und Poppy findet es super. Nee, ich glaube, sie findet es einfach nur super, dass du hier bist und wir Podcast aufnehmen. Ich finde es auch super, dass ich hier bin und wir den Podcast aufnehmen. Jedenfalls. Also ich finde schon noch, dass Nelly krasser Verlierer ist, weil ganz ehrlich, die Frau... Wie kann man so viel lügen und für so einen Typen, der es nicht mal ernst meint? Ja, das stimmt schon. Und vor allem, so wie gesagt, ja, vom lieben Mädchen zum echt bad Girl sich machen lassen. Man ist halt, glaube ich, in dem Alter einfach so beeinflussbar. Ja. Und das ist einfach das Problem. Und am Ende des Tages kann ich es doch so nachvollziehen. Weil wir haben alle doch schon mal was getan. Für einen Mann oder für eine Frau, für ein Mädchen, einen Jungen. Wo man sich hinterher vor allem auch denkt, oh nein. Nein, warum? Warum habe ich und das gemacht? Und vor allem, ganz ehrlich, wenn man nicht selbst in der Situation ist, würde man sich denken, nein, würde ich nie machen. Mhm. Never ever, wie dumm kann man sein? Und man steckt in der Situation und man macht Dinge, wo man sich wirklich denkt. Ja. Schickt uns gern mal eure Storys durch. Das ist bestimmt auch witzig. Es wird natürlich alles anonym behandelt. Keine Sorge. Ja, wir nennen keinen Namen. Wir nennen keinen Namen. Aber schickt uns ruhig mal eure lustigen Storys, was ihr schon gemacht habt, wo ihr euch hinterher dachtet, oh je, wie verliebt war ich denn? Warum? Weil, also ich habe da schon einiges gebracht. Ich auch. Also wenn ihr sowas hören wollt von uns, wir können euch gerne mal lustige Storys aus unserem Leben erzählen. Können wir echt gerne machen. Eieiei. So, Leute. Aber jetzt haben wir schon wieder echt länger gequatscht, als wir wollten. Wir dachten, wir machen heute mal wieder eine kürzere Folge. Aber ist auf jeden Fall kürzer als die letzte Woche. Ja, das war ja auch eine XXL-Folge. Könnt ihr uns ja dann auch mal sagen, ob ihr das gut fandet, weil wir haben ja schon ein paar Mal von euch gehört, dass ihr das gerne hättet, dass wir ein bisschen länger quatschen. Das haben wir jetzt mal gemacht. Oder fandet ihr es dann doch zu lang? So könnt ihr auch gerne ehrlich sagen. Ja, genau. Gar kein Problem. Nee, tatsächlich, weil also wir richten ja uns ja gerne nach euren Wünschen. Wir machen fast alles, was ihr wollt. Ja, nur Benitas Füße sind tabu. Also bitte, für kein Geld der Welt. Und ansonsten, Benita, ich habe noch was Spannendes, vielleicht auch für dich und auch für euch da draußen. Und zwar, wie ihr vielleicht oder wie die meisten, wie du auch schon weißt, es gibt ja eine Köln 50667 App. Mhm. Also es ist die App zur Soap. Ja. Da gibt es spannende Dinge. Also man kann da Quizzes machen, Videos anschauen, Clips anschauen. Man kann irgendwelche Umfragen mitmachen. Also wirklich so ein bisschen interaktiv an der Serie teilnehmen. Das ist ziemlich cool. Und ich habe mal mit diesen Menschen dort geredet, weil, ich meine, wir haben einen coolen Podcast und die haben eine coole App und das vielleicht, mal schauen. Also wir haben zumindest mal mit denen gesprochen. Könnte man mal überlegen, ob man sich da ein bisschen... Genau, ob wir da vielleicht zusammenkommen. Vielleicht könnt ihr uns bald auch in der App hören. Mal schauen, was wir so deswegen bislang hinkriegen. Bleibt es aber alles, wie es ist. Und zwar, ihr findet uns auf jedem Podcast, Dealer,
Podcast-Händler, wie sagt man überhaupt, Podcast-Plattform? Ich glaub, Podcast-Händler ist okay. Podcast-Händler. Podcast-Dealer ist besser. Klingt wie so Autohändler. Genau. Dealer haben wir halt auch in Köln, deswegen passt es schon. Genau. Und meine Lieben, denkt daran, dass wir jetzt auch auf YouTube sind. Immer sonntags die aktuelle Folge. Also wenn ihr sie genau. aktuell haben wollt, dann bitte als Podcast und genau. sonst auf YouTube. Und das machen wir übrigens, weil ganz viele von euch gesagt haben, ich habe kein Spotify, ich habe das nicht, ich kann diesen Podcast nicht hören. Und dann auf YouTube haben viel mehr Leute und deswegen ist es da jetzt auch. YouTube haben viele Leute, du redest mit meiner Oma. Dieses YouTube haben viele junge Menschen, habe ich gehört. Weil ich auf YouTube immer wieder lese so, ach ja, warum ist der Podcast hier? Das ist ja gar kein Video. Ja Leute, wir sind ein bisschen schüchtern. Wir wollten noch nicht unsere Gesichter zeigen. Ja genau. Weil ihr sollt euch ja auf die Story konzentrieren. Genau. Aber wir haben es schon gehört, dass ihr das gerne hättet. Wollt ihr uns sehen? Mal schauen, weil dann muss ich mich echt umziehen und sowas, weil momentan bin ich komplett ungeschminkt und meine Haare, nee. In Homeoffice-Zeiten ist das genau. wirklich eine Herausforderung, Leute, ich sag's euch. Wir sind nur noch daheim, Leute, das ist jetzt gerade schwierig mit Gesicht. Aber es kommen wieder bessere Zeiten. Das wäre dann fast, ich wollte gerade sagen, die nackte Wahrheit, aber nein, so weit wollen wir es auch nicht treiben. Ja. Aber so die ungeschminkte Wahrheit. Genau, das werdet ihr vielleicht irgendwann mal von uns sehen. Wir haben eure Wünsche tatsächlich gehört, noch gibt es aber nicht. Sorry, da müssen wir euch noch ein bisschen vertrösten. Aber ja. Und übrigens, wir wissen jetzt ja, wir haben ja. übrigens vielen Dank für die Userin, die uns nochmal aufgeklärt hat. Bo klingt wie Benita oder Benita klingt manchmal wie Bo. Das ja. haben wir jetzt und gehört. Und die Stripperin aus der letzten Folge ist eine, die dieses Jahr beim Bachelor mitgemacht hat. Das Stimmt. haben uns auch mehrere geschrieben. Ja, vielen Dank dafür. Ihr seid alle so aufmerksam. Ja, das ist super. Wenn wir unaufmerksam sind, dann haben wir euch. Ja. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und deswegen freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Woche. Genau. Und wünschen euch jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Genau. Ciao, ciao. Macht's gut, bye, bye.